Ein Stand parat für den Trainer und Weingummi-Fan, der mit seiner Mannschaft heute siegreich sein sollte. Und unabhängig von dieser süßen Zusatzmotivation wollten beide Trainer sportlich nachlegen mit ihren Teams in diesem Nordduell vor rund 10.000 in Kiel. Und Holstein begann klasse, mutig, frech. Dritte Minute, Fabian Rehse mit der ersten Chance. 5 Punkte aus den letzten 3 Spielen für die Gastgeber. Und Holstein Kiel begann sehr, sehr druckvoll und stark. 6. Minute, wieder Kiel, wieder Torchance für Holstein. Phil Neumann, der aufgerückte Rechtsverteidiger mit der nächsten Chance für die Kieler. Aber dann, 10. Minute, Achtung, da ist Gelius, der Keeper, kriegt den Ball nicht weg, hält Lukas Hinterseher. Und dann die Entscheidung, glattrot vom Schiri Timo Gerach. Glattrot gegen den Kieler Keeper nach dieser Aktion und dann dem Foul. Der Keeper verhindert eine klare Torchance, klare Sache, klare rote Karte. Und es kam Thomas Dehne zu seinem Saisondebüt, bitter für ihn. Mies musste runter. Und Hannover ab der 10. Minute in Überzahl und 8 Minuten später die Führung. Das 1:0 für Hannover 96. Sebastian Ernst mit dem 1:0. Neuzugang von Greuther Fürth, Eigengewächs von 96. Und der Ball, Sie sehen das da noch, entscheidend abgefälscht von Hauke Wahl. Auch deshalb keine Chance für Däne im Kasten der Kieler. Und Hannover setzte nach. One-Touch-Football 2:0. 25. Sebastian Kerk, Siegtorschütze schon letzte Woche gegen St. Pauli. Und hier ein klasse Tor vorbereitet von Sebastian Ernst. Auch Hinterseher war beteiligt. Das ging ganz schnell und direkt und effizient. 96 führte 2:0. Was machte Kiel in Unterzahl? 34. Pichler, Startelfdebüt. Und dann Zieler mit dem langen Ball. Und da ist Lindenmeiner. Benger mit dem Fehler. Lindenmeiner ist durch. 3:0 für Hannover 96 in der 34. Minute. Und schauen Sie auf Zieler, der sieht das und sagt, lauf, geh, ich sehe den Raum. Und die Ballannahme ist klasse, aber auch der Fehler von Marcel Benger, dem Neuzugang. Und Dehne war chancenlos. Zur Pause führten die Gäste mit 3:0. Jannis Gelius wusste, sein Foul, seine rote Karte war wohl der Knackpunkt dieser Partie. Zweite Hälfte, 49. Porat mit dem Fehler. Maximilian Bayer mit der Chance. 18-jährige Leihgabe aus Hoffenheim, heute wieder sehr stark, aber er nutzt nicht die Chance zum 4:0. Thomas Dehne zuletzt den Pokal im mit dem schönen Freistoß, aber Zieler parierte auch diese beste Chance für die Gastgeber in dieser Partie. Am Ende also ein 0-3 aus Kieler Sicht. Hannover gewinnt souverän. Jan Zimmermann holt sich 3 Punkte und vieles mehr. Und jetzt hören wir